Weißt du, was noch heutzutage noch viel zu laut gespielt wird? Nee. Musik! Musik in Deutschland! Also so, das ist jetzt nicht nur in Deutschland, sondern aktuell ist ja so, also was, ich glaube, seit 3-4 Jahren kam diese Haus, leichte, seichte Elektro-Scheiße. Ich so. Und du. Ja, gestört, aber geil. Shawn Mendes oder wie die alle heißen. Alles klingt gleich, man. David Guetta, Avicii, diese ganze große Kotze, Pisse klingt scheiße. So, Kotze, Pisse, Scheiße in einem Satz, das soll immer einer nachmachen. Und wenn du die Kacke nicht hörst, jetzt kommt noch Kacke dazu, ja, dann hörst du läuft, verstehst du? Läuft. Dann hörst du deutschen Schlager, der aber nicht Schlager ist, sondern ist ganz moderner Pop, ja, so wird er tituliert. Ja. Und alles ist gleich so, wie Böhmermann schon sagt, Lachen, Leben, Tanzen, Welt, Menschen, wir sind 82 Millionen, wir halten zusammen. Und wenn sie tanzt, dann ist der Weltfrieden da. Das steht übrigens das, was du gerade gesagt hast, steht in der Beschreibung von Matthias Schweighöfers neuem Album. So heißt es, glaube ich, auch. Ganz genau so heißt es. Es ist der Hammer. Jedes Lied hat dieselben Instrumente, hat dasselbe Tempo, hat sogar denselben Text, nur in einer anderen Reihenfolge. Das kannst du nicht hören, ey. Das ist schön, ey. Weil die erzählen auch was einen so berührt. Ganz deep, es ist alles so berührt deep. Mich so, und es in ist dieser schnelllebigen Zeit ist es gut, dass man da mal wieder runtergeholt und wird. Und wir haben so dieses Gemeinschaftsgefühl. Für eine Arschgemeinschaft, Mann. Ihr seid alle blöd. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn wir in dieser Sekunde ein Lied schreiben würden... Kann ich 1000 drauf wetten, das wäre viel geiler. Pass auf, wir machen das jetzt mal. Pass auf, hier so... Da fahren zwei Leute mit einem Auto durch Berlin und sagen, links ist ein blaues Auto, rechts ist ein weißes, da ist ein Schild, ich drück mal aufs Gas. Oh, eine Ampel, scheiße, Ampel, ist doch geil, Mann, ist doch geil. Da jetzt ein seichter Housebeat runter. Ja, Mann, so mit richtig schönen da Melodien und einem Chor. Da können sich die Leute reinversetzen. Total. Alle Affen vom VW Blasen können sich da reinversetzen. Nochmal, Leute, ist da ein Produzent draußen oder ein Songwriter? Wir bewerben uns hier offiziell erneut für den Eurovision Song Contest Kotztest 2018, Mann. Durch die Stadt bis vor dein Haus, du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Oh, 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 oh.